Doch, es geht weiter mit Dortmund Karriere und bei letzter Folge sind wir deutsche Nationalmannschaft geworden. Und ja, das ist unser Team. Ja, es geht gegen Köln. Und ja, kann man eigentlich machen. Leute, lasst schon mal ein Like da, Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, es geht gegen Köln, muss wir gewinnen, ist eine wichtige Spiel und wir gewinnen 3 zu 0. Reus hat ein Tor gemacht, Brandt hat zwei Tore gemacht. Damit gehen wir 3 zu 0. Leute, lasst schon mal Daumen hoch, Abo, 1000 Abos. Okay, es geht jetzt deutsche Nationalmannschaft. Okay, erstes Spiel haben wir gegen Belgien. Ich hoffe, dass wir unsere erste Sieg mit Deutschland, mit deutscher National holen. Und ja, der Aufstellung werden wir nochmal so wie Dortmund machen. Reus, Götze, also. Gnabry. Götze kommt mal raus für Sané. Wen haben wir noch da unten? Kimmich. Um Kimmich nicht. Alter. Bellarabi für. Schulz. Okay, Hummels. Hummels kommt auch mal rein. Schulz, Kimmich. Ter Stegen. Natürlich kommt Ter Stegen ins Tor, ne? Kruse, Volland, Goretzka kommt mal. Kruse. Warum habe ich Kruse eingeladen? Thomas Müller für Jerome. Zwei Verteidiger müssen auf dem Bank sein. Und ne Stürmer und zwei, drei, ja, gut. Ich will Toni Kroos spielen lassen. Ich sag, es ist besser. Und so gehen wir gegen Belgien. Und ich hoffe, dass wir unsere erste Spiel, unsere Sieg mit deutscher Nationalmannschaft holen. Let's go. Okay, kommt, Leute. Und wir gewinnen 3 zu 2. Das ist schon mal. Bei uns haben die Tor gemacht. Reus hat ein Tor gemacht, Werner 2. Und Belgien hat Hazard. Thorgan Hazard? Ich glaube, ja. Eden Hazard hat zwei Tore gemacht. Thorgan spielt bei uns und Eden Hazard Real. Okay, wir haben bisher 9 Punkte. Und jetzt geht's gegen Nordirland. Ich spiele nochmal mit dieser Aufstellung. Und ja. Okay, gewinnen wir das Spiel. Kimmich, Toni Kroos und Marco Reus machen das Tor. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt geht's nochmal Dortmund gegen Freiburg. Ja, so. Oh, Cancelo hat rot. Das ist nicht so gut. Cancelo. Kommt für Zagadou. Immer raus für den. Leute, lasst schon mal ein Like da, Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, jetzt geht's gegen Freiburg. Kommt, Leute, eine Sieg würde nicht schlecht. Und wir gewinnen 3-1. Grifo hat bei Freiburg Tor gemacht. Bei uns haben Zagadou, Bonucci und Sancho Tor gemacht. Das ist gut. Okay, jetzt geht's nochmal Champions League, ne? Unsere Champions League Gruppe ein bisschen schwer, Valencia, Ajax, Amsterdam. Aber jetzt geht's gegen Ajax und danach wir beenden den Video und da kommt der Cancelo wieder zurück in die Startelf. Und ja, Leute, lasst schon mal Daumen da, 1000 Abos. Und ja, jetzt geht's gegen Ajax. Ich hoffe, dass wir da eine gute Spiel holen. Gute Sieg. Und wir machen eine 1-1.
Tadic in 89. Minute macht das Tor. Das ist scheiße. Ah, oh, schade. Könnte nur so 3 Punkte holen. Leute, gegen Augsburg, letztes Spiel für dieses Video. Und ja, guck mal, was gegen Augsburg passiert. Und wir gewinnen 2 zu 0. Reus und Ronaldo machen das Tor. Und ja, Leute, nächste die Runde geht DFB-Pokal. Lasst schon mal ein Like da, Abo da, 1000 Abos. Und ja, Leute, jetzt Und geht's gegen Hertha Berlin in DFB-Pokal weiter, Runde 2. Und ja, wir spielen nochmal mit dieser Mannschaft. Unsere Mannschaft ist ein bisschen müde, aber. Und dann in Bundesliga geht's auch gegen Hertha BSC. Aber lasst uns das gewinnen, Leute, kommt. Und wir gewinnen 2 zu 0. Wir sind Runde 3 weiter. Ronaldo und Schulz machen das Tor. Jetzt geht es nochmal gegen Hertha BSC. Kommt, Leute. Und wir gewinnen 4 zu 0. In dem FIFA-Pokal haben wir 2-0 gewonnen und hier gewinnen wir 4 zu 0. Das ist schon mal krass. Brandt, Reus 2 Tore und Sancho und Ronaldo kriegt gelb-rot. Das ist das nächste Spiel für uns nicht dabei. Jetzt geht Champions League nochmal gegen Ajax. Kommt Leute, lasst uns das gewinnen. Und wir machen nochmal eine 1-1. Also Ajax macht immer in letzter Minute ein Tor. Das ist also was ist denn hier los? Kein Glück, ne? Die machen immer, nicht immer, aber wir haben zweimal gegen die gespielt und haben Gegentore bekommen. Oh nein, Goretzka ist verletzt. Ach, nicht so gut aus. Thomas Müller. Da kommt er für Demir Bay. Stein. Dahut, liebe ich. Der kommt noch. Okay, Ronaldo ist schon gesperrt. Das machen wir noch und der andere Spiel machen wir auch. Dann ist das Schluss. Okay, Jambakhsh da. Und sag heute nochmal auf den Bank. Guck mal, was Jambakhsh da vorne macht. Okay. Jetzt geht's los gegen Düsseldorf. Und wir gewinnen. Jambakhsh und Marco Reus machen die Tore. Leute, mit deutscher Nationalmannschaft ist das ist unser letztes Spiel in dieser Folge. Und ja, nochmal spielen wir gegen Türkei so. Ich hoffe, dass wir gewinnen. Und wir gewinnen 3 zu 1. Timo Werner stark gemacht, Dreierpack. Das ist schon mal gut. Okay, Leute, nächstes Spiel ist gegen Nordirland. Wir sind bis hier vorne. Ne, nicht traurig sein. Wir sind bisher vorne. Und gegen Nordirland spielen wir danach. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst schon mal Like da, Abo da. 1000 Abos. Und ja, Leute. Und ciao. Nochmal. Gegen Nordirland. Mit Dortmund Kairo weiter. Und ja. Ich spiele jetzt gegen Nordirland. Ich hoffe, dass wir gewinnen und wir gewinnen 3 zu 0. Sané, Reus und Werner machen das Tor stark gemacht. Jetzt geht's Spiel gegen Wolfsburg. Wird auch eine schwierige Aufgabe. Oh, nein, warte. Ich muss noch mal
Ronaldo reinkommen, weil in letzter Folge habt ihr gesehen, Ronaldo gesperrt. Und Leute, lasst schon mal Like da, Abo da, wird mich sehr, sehr freuen. Leute, ich guck mal den Transfer. Wir haben 32. Wen können wir hier? Niemand, ich glaube. Von die, die sind echt sehr teuer. Oder wir müssen uns überlegen, ne. Okay, jetzt geht's gegen Wolfsburg. Da müssen wir auch eine Sieg holen. Wenn es geht. Ronaldo, einziges Tor. Na jo, kann man eigentlich machen. Oh Leute, jetzt geht's nochmal gegen Champions League. Leute, wir müssen nicht Europa League gehen. Wenn wir Europa League gehen, dann mache ich nicht mehr mit Dortmund weiter, weil dann wisse ich, ja, ich kann nicht mit Dortmund einfach weitermachen. Das ist scheiße. Okay, es geht gegen Rosenborg. Da gewinnen wir 2-0. Ich glaube, Ronaldo und Hummels. Verletzt. Ai, 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 ai. Leute, ich hoffe, dass so. Oh, 7 Tage. Okay, zum Glück. Zum Glück. 7 Tage kann man eigentlich machen. Kriegt Sagadou seine Spielzeit. Und ja. Leute, lasst schon mal Like da, Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt geht's gegen Bremen. Und guck mal, da holen wir. Also, wir verlieren gegen Bremen. Okay. Okay, ja, verlieren. Ja, gut, wir verlieren gegen. Ja. Ah, Leute, da stand Trainingverletzung. Ich hoffe, Jonas Delphi. Uff, ach, tja, Scheiße. Der Arme, der wollte immer Spielzeit, aber der hat nicht gekriegt. Jetzt kommt der gute Hummels rein für Sagadou. Alter, Leute, das ist scheiße. Warum finden wir gegen Werder Bremen? Das ist scheiße. Wir gewinnen 2-0. Leute, unser letztes Spiel. In Champions League gegen Valencia und ich hoffe, dass wir da eine gute Leistung holen. Was ist denn hier los? Ah, Schulz, ach du Scheiße. Okay. Leute, unser letztes Spiel in diesem Folge. Lasst schon mal ein Like da, Abo da, 1000 Abos müssen wir machen. Und ja. Es geht jetzt gegen Valencia. Wird schwierige Aufgabe. Und wir machen da 1-1. Okay. Leute, unser letztes Spiel gegen Gladbach und dann fertig, dann beenden wir. Oh, Neymar holt sich den Spieler des Jahrespreis. Den goldenen Ball. Jetzt geht's gegen Gladbach, kommt Leute. Und wir gewinnen 2-0. Das ist gut. Oh, nächstes Spiel geht es gegen Leverkusen, der DFB-Pokal, aber das spielen wir jetzt nicht. Und ja, Leute, lasst schon mal Like da, Abo da, würde mich sehr freuen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ich kaufen soll für so 28 Millionen oder so. Und ja, und lasst schon mal Like da, 1000 Abos und so. Und ciao.